Boss Deluxe. Nein, mir ging es nur darum, Barello ist weg, Barello wird gesperrt, jeder schießt gegen Barello. Aber das, was mich abgefuckt hat, wo Barello hier drinne war, Barello, du bist der König von TikTok, du bist der Löwe, du bist dies, du bist das. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Wer hat denn gegen ihn geschossen? Außer Arrogant hat das nicht gemacht. Wer hat denn gegen ihn geschossen? Ich habe sowas noch nie gemacht. Barello ist ein Darat, so wie viele andere auch hier. So, jetzt komm mal zu Nabil. Bitte schön, Nabil. Wir haben Walla, warte ganz kurz, gehört. Warte ganz kurz, Nabil, Walla. Walla, Arrogante, ohne Spaß, ja? Du solltest dich schämen. Guck mal, sag dir ehrlich, du bist ein Araber, Habibi. Du bist ein. Guck mal, ich sag dir, Walla, ich verstehe die Welt nicht mehr. Bei Allah, ich verstehe. Lass mich zu Ende reden. Guck mal, Bruder. Guck mal, ich bin hier 36 Jahre, lebe ich hier in Deutschland, Bruder. Ich habe weder einen Cousin. Hör zu. Ich habe weder einen Cousin. Ja. Weder ein Cousine, noch ein Onkel, noch eine Tante hier in Berlin. Wir haben keine. Ich hab keine Großfamilie. Ich habe meine Geschwister. Ich habe diese Familie nicht. Gott sei Dank, sonst würden die mich den Boden platt machen, Bruder. Wenn die sehen, wie wir reagieren hier auf TikTok. Ihr habt Cousins, ihr habt... Ich rede nicht über dich. Ich sag dir nur, guck mal, ich sag dir noch was. Nochmal. Wie gesagt, ja. Bruder, ich bin alleine, Bruder, und ich nehme das mit dir und mit Tausenden von dir auf, Bruder. Alleine. Ich auch mit 5000 von dir. Ohne einen Cousin, ohne einen Onkel, ohne nichts, Bruder. Aber okay. Ich mache nicht einen auf Eier. Ich zeige nicht meine Eier, Bruder, hier im Live und ziehe mich zurück, sobald es auf hart kommt, Bruder. Okay. Mach nicht diese Harakat auf mich. Warte, mach diese Harakat nicht auf mich. Mach das bei allen anderen. Bei mir, mach deinen Mund nicht auf, wenn es um mich geht. Und du auch, mach deinen Mund auch nicht auf, wenn es um mich geht, okay? Hab ich einmal meinen Mund aufgemacht dir gegenüber? Kannst du nicht und wirst du auch nicht. Will ich doch gar nicht, so ein Wischmopp wie dich will ich doch gar nicht erwähnen. Habibi, Nabil, was ist los, Nabil, Habibi? Okay, du Wischmopp. Zu, Thema zu. Micky, ich will mich nicht gut da. Der will auch nicht mit dir reden, warte, Mahmoud. Okay, ja, komm, aber er soll nicht mit mir reden. Okay, der redet nicht mit dir. Okay. Haben wir unsere Probleme nicht geklärt? Ja, nee, jeder geht seinen Weg, alles gut und wir haben miteinander geredet. Nein? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Weil du ein Lügner bist. Okay, was willst du denn von mir? Was willst du? Dass du die Wahrheit sagst. Du hast zu Nadim, guck mal, Nadim war mit mir in Duisburg. Okay. Ich hab dann eigentlich, tu mir bitte einen Gefallen, guck mal. Mahmoud, ich lass dich reden, aber bitte erwähnt keine Namen hier rein, die warum? Nicht hier erwähnt warum? Werden. Warum? Nadim ist mein Bruder und mein Cousin. Tamam, das ist mein Cousin, aber der will in der Öffentlichkeit nicht erwähnt werden. Hör doch zu. Okay. Er hat zu mir gesagt, Nabil ist ein guter Junge. Ja. Macht Khair. Ich habe zu ihm gesagt, ich mach Khair, wenn er das zugibt, was im Hotel passiert. Nadim hat oft an der Stelle zu mir gesagt, ja, aber der Nabil hat nur erzählt, er hat versucht, dich mit Pfefferbrot zu sprühen. Warum? Okay. Erzählst du, dass du mir eine Faust gibst, ich war auf den Boden gefahren. Okay, was juckt dich, also was interessiert, was stört dich gerade? Weil du eine Lüge über mich erfindest. Wer mich schlägt, der ist nicht geboren, Habibi. Okay. Oder der ist nicht geboren. Mahmoud, okay. Mich kann man nicht warten, Wallah Billah. Okay. Mein Blut ist teuer. Okay. Mein Blut und meine Haare und meine Haut ist teuer, teuer. Was willst du denn? Gegen dich. Was willst du denn? Erledigt. Guck mal. Was willst du? Guck mal, du hast meine Mutter in der Öffentlichkeit beleidigt. Stimmt oder stimmt nicht? Ich habe mich dafür entschuldigt. Okay, das ist ja kein Problem. Und ich habe gesagt, wenn wir uns über den Weg laufen, wirst du was von mir zu spüren kriegen. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, komm jetzt. Okay, komm du. Ja, das ist derselbe Weg. Ich rede nicht. Komm jetzt. Guck mal, ich habe ja meinen Sohn. Höre bei Allah, komm jetzt, wir treffen uns irgendwo. Oksum Billah, wenn ich nicht komme, ich bin ein Hurensohn. Ja, allein. Ja, komm nach Bochum. Ich war letztes Mal in Bochum, ja. Tankstelle, du bist nicht gekommen. Komm. Ich mach mich mit dem Flüssiger. Ich hab dich jetzt geklaut, ja, Salam. Wo bist du, Mahmoud? Bist du im Café? Ich bin zu Hause. Ja, Teil, der ist zu Hause. Aber ich bin gleich im Café. Der ist gleich im Café, sagt er. Teil, okay, eine Frage nochmal. Darf ich was fragen, Arrogante? Nein, wirklich nicht. Lass mich. Ich weiß nicht, Walla, stell dich erstmal. Ja, du gehst mit Barello rein, ihr habt tausende Zuschauer, wie jetzt gerade. Man streitet sich, anstatt man ein Thema aufmacht über Palästin, über diese Leute, was ich hab doch gemacht, Bruder. Ich hab doch eine Ansage an mir. Leon Hau gemacht, hat sich keiner getraut. Was wollt ihr noch von mir? Leon Hau, Arrogante. Der Präsident von Israel
Was? Arrogante. Jeder, der Palästin hasst. Arrogante. Das bringt ja nichts. Hallo. Was willst du noch? Mein okay. Ding ist Palästin. Ich das bringt doch nichts. Okay, ich liebe Arrogante. Palästin. Hallo. Ja, bitte. Ich bin ausgestiegen, du hast mich geschlagen, okay? Nein, habe ich nicht, wallah. Stimmt. Nein. Was ist dann passiert? Du hast mich nicht geschlagen. Zurück. Wallah, Villa. Nabil. Was haben die gemacht? Warum guck mal, Nabil, wir haben ein bisschen Pfefferspray gespielt. Wer war das? Guck mal, Nabil, Wallah, ich mache mich nicht Obst und Billa. Ich habe nichts gegen dich, Wallah. Ich sage okay. Und das Thema ist auch für mich erledigt. Und du weißt, ich mache ein bisschen Witze und so. Aber guck mal, ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr, sehr humorvoller Mensch. Aber ich schwöre bei Allah, ich habe noch nie in meinem Leben einen Schluck Alkohol getrunken. Du sagst, der Junge geht Jack Daniels, bei Allah. Bilal. Sein Blick. Du Scharamit, hör mal zu. Habe ich jemals was zu mir genommen? Lecker Mann, ja, Bilal, hast du nicht letztes Mal gesagt, der Flasche Champagner aufgemacht in Bochum? Sag mal, Bilal. Wie lange kennen wir uns? Hast du mich jemals Shisha rauchen sehen? Ich habe noch nie mal im Shisha geraucht. Und dann setzt du dich hin und sagst, der Junge trinkt Jack Daniels, der macht dies, der macht das. Das ist nicht korrekt. Ja, dann Leute, schau ab. Nabil. Salam alaikum, Nabil. Bilal Gold. Was ist dein Problem? Das ist mein Problem. Du gehst mit Barello rein, mit den größten Darrat, du schließt dich an und schießt gegen mich. Und du schießt gegen mich. Warum? Ich habe nicht gegen dich geschossen. Ich habe nicht gegen dich geschossen. Natürlich, ich schicke dir diese Aufnahmen. Ich habe nicht gegen dich geschossen. Ich habe meine Meinung gesagt. Für mich bist du eifersüchtig. Welche Meinung? Ja, dass du eifersüchtig bist von Barello. Du gönnst ihm das nicht. So hast du gesagt, du bist eifersüchtig. Du hast gesagt, du bist eifersüchtig, das war's. Ja, ich habe gesagt, du redest über Menschen, weil du eifersüchtig bist. Was für ein Lügner, du bist ganz schön. Ja, aber Barello hat doch nicht deine Mutter beleidigt. Hat dir nie gemacht. Du kannst dich mal einsehen, was du selber geredet hast. Ich weiß, was ich geredet habe. Du redest über Barello, beleidigst Barello, stellst Barello schlecht da. Warum? Lass ihn doch in Ruhe, den Jungen. Warum? Was interessiert dich das? Ja, aber lass ihn doch in Ruhe. Lass ihn nicht in Ruhe, aber was interessiert dich das? Gib mir einen Grund, was hat er dir getan? Was? Gib mir einen Grund, was hat er dir getan, damit ich... Ich sage dir was. Okay. Bleib doch da. Ich bin da. Ich hol mein Energy. Ich kann mir keine Rebell leisten. Du bist ja Millionär. Nein, da ist bestimmt drin, aber ist okay. Da ist jetzt drin, alles gut. Abgesehen davon, scheiß mal drauf. Habibi, er hat mich eingeladen. Ich war auf einer Demo. Bilal. Ich hatte schlechte Laune. Ich wollte ein Statement geben. Bilal. Barello wollte. Was? Nein, ich meine Bilal. Ach so, der kriegt Anruf. Ja, ich höre. Barello kam bei mir rein, wollte mich kleinstellen. Ich habe ihm darauf gesagt, Habibi, jeder, der mir in die Quere kommt, ich werde seine tak machen. Okay? Ja, aber warum auf Mutter? Du bist doch ein erwachsener Mensch. Nein, Habibi, auf Mutter, Bruder. Bei diesem, was gerade in Palästin passiert, ich gehe auf Mutter, ja, Bruder. Wer mir in die Wege kommt und mich davon einhalten will, ich gehe auf Mutter. Hat er was gegen Palästin gesagt? Warte doch. Lass mich doch zu Ende erzählen. Okay, erzähl. Er wollte mich kleinstellen mit seinem Zuschauer. Ich hab's nicht zugelassen. Okay? Die Geschichte ist zu Ende gegangen. Er hat irgendwelche Argumente gegeben, geht auf Straße, macht das. Am nächsten Tag, er hat sich entschuldigt, ich liebe Deutschland und dies und das und das. Daraufhin habe ich ihm gesagt, Barello, wenn du schon ein Statement gemacht hast, dann lass noch mal kurz zusammen reingehen, weil ich will das auch klarstellen. Meine Aussage ging nicht an die Regierung, meine Aussage ging nicht an Deutschland, meine Aussage ging an die Influencer, an die TikToker, an jedem, der mir in den Weg kommen will, was mich betrifft, wenn ich über Palästin rede. Ich habe gesagt, ich mache mit ihm so. Er wollte nicht. Ich habe gesagt, okay, kein Problem. Willst du nicht, willst du nicht. Seitdem habe ich nie wieder mit ihm Kontakt. Er wurde gesperrt. Er ging auf Insta, sagt die ganze Zeit. Willst du mir sagen, das hast du nicht mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen, Wallah. Also warte mal, ist er auf Eltern gehen? Doch, ist auf Eltern gehen. Natürlich ist das auf Eltern gehen. Okay, er hat mir privat geschrieben, ich habe gesagt, du bist ein Kind und ich kann dir auch das schicken. Ich habe gesagt, du bist ein Kind, egal was du sagst, ich geh hier rein, da raus, weil du bist ein kleines Kind, ich nehme von dir nichts an. Aber dass er noch weitermacht auf Insta und dann meine Nummer liegt und du gehst seit 2-3 Tagen mit ihm live. Wer hat der gelinkt? Er hat meine Nummer noch in Insta gepostet. Und ja, du gehst mit ihm seit 2 Tagen live. Das wusste ich aber nicht. Sowas wusste ich aber nicht. Bevor du doch was machst, warum fragst du nicht, warum?
Ruf doch mich an, du hast meine Nummer, oder nicht? Hab ich dich beleidigt? Ich habe meine Meinung gesagt. Deine Meinung ist, Habibi, dass du mir sagst, dieser eine Junge aus Berlin, der tut einen auf so und einen so. Das ist keine Meinung, Bruder. Was habe ich denn gesagt? Sag doch mal, was ich gesagt habe. Ich kann es jetzt nicht wiederholen, hundertprozentig. Aber jetzt hast du dich gerade widersprochen, weil du sagst zu mir, ich weiß nicht, was ich sag, aber du weißt doch gar nicht, was ich geredet habe. Sag doch, du hast doch indirekt angegriffen. Und du hast ihn noch erlaubt, in dein Live, guck mal, was für ein Lügner du bist. In dein Live hat er beleidigt. In dein Live hat er gesagt, jeder, der Mickey in Berlin und jeder auf TikTok, der mit ihm ist, ist... Neben dir hat er das gesagt. Sag mir nicht nein. Stimmt nicht. Hat er nicht. Er hat dich nicht beleidigt. Hast du das? Mach mal auf. Ich zeig dir das jetzt. Ich hab dich nicht beleidigen lassen. Nein. Wir haben dasselbe Problem, Mickey. Ich weiß, Bruder. Wir haben dasselbe Problem. Und ich schwöre, Wallah, ich wollte eigentlich mich nicht dazu in der Öffentlichkeit äußern. Ich wollte einfach das Thema totschweigen. Aber Bruder, man redet einmal, alles schön und gut. Aber die machen ja weiter. Gas. Das ist das Problem. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was mich abfällt. Und dann mich dahin zu stellen, als würde ich irgendjemanden lenken und zu steuern. Und ich habe gerade ein paar Verläufe gezeigt, einfach nur so, ganz kurz, weil es die ganze Zeit hieß, ich hätte ihn dazu gesteuert, mit Bushido live zu gehen. Der Junge hat mir jeden Tag geschrieben, was ist jetzt mit Bushido und wie sieht's aus und wie dies. Ich schwöre, ich bin Bushido so dankbar, dass er nicht mit ihm live gegangen ist. Ich schwöre, ich bin so früh darüber, dass es nicht dazu gekommen ist. Der Junge hat überall, egal wo ich ihn hingebracht habe, hat er mein Gesicht runtergemacht. Weil ich habe für den Jungen gebürgt. Sei es mit Samra, dass er eine Kooperation mit ihm macht und am nächsten Tag sich mit Arafat hinsetzt. Verstehst du? Ja, du kannst, du planst, du setzt dich mit den Leuten hin, du bist mit deinem Gesicht immer sauber und der Junge fällt dir in den Rücken und wieder und aber wieder. Aber wie kannst du so einen Menschen überhaupt irgendwie was... vermitteln und so, ja, Dicker, das ist doch ein Unmensch, Dicker. Das ist doch einer, der nur Drogen nimmt, Dicker. Wie kannst du mit solchen Leuten befreundet sein? So richtig gut auch noch, dass du ihn noch irgendwo vermittelst. Guck mal, ich sag mal so, die Zeit, wo wir miteinander waren, wir waren gut miteinander, Bruder. Ich hab ihn als meinen Bruder empfunden, verstehst du? Und ich hab das alles sehr gerne gemacht. Aber jetzt im Nachhinein, und ich hätte meine Fresse gehalten, weil ich will auch gar nicht mich da reinsteigern, aber dass man meine Familie mit in den Dreck zieht und irgendwelche Lügen über mich verbreitet und dann noch so richtig eklige Lügen, so richtig unter die Gürtellinie und das unterstützt. Verstehst du? Ja, das ist das, was ich sehr schade und das macht mich traurig auch. Deswegen, ich nehme kein Blatt mehr vom Mund, ich bleib nur sachlich. Verstehst du? Schon nur das, was Fakten, das, worüber geredet wurde. Ich hole keine anderen Sachen raus. Du hast das gemacht, du hast das und was hast du nicht gelassen? Weil das ist nicht mein Problem. Das ist eine Sache zwischen ihm und Allah. Ich muss seine Sünden nicht preisgeben. Verstehst du? Nein, musst du auch nicht. Sollst du auch nicht. Aber sag dir ehrlich, Bruder, solche Leute, Habibi, so wie diese Leute, muss man bloßstellen, auch im Internet, Bruder. Weil die sind im Internet, das heißt, die müssen auch im Internet bloßgestellt werden. Meine Aufgabe ist es ja nicht, ich schwöre, ich will den nicht mal bloßstellen. Aber der versucht, mich mit Lügen bloßzustellen. Und ich reagiere einfach nur darauf, was über mich gesagt wird, das lege ich in Fakten um. Er sagt, ich hätte ihn gesteuert und wollte unbedingt, dass er mit Bushido live geht. Ich habe hier Verläufe, wo er mich jeden Tag fragt, was ist jetzt mit Bushido? Kann ich mit ihm live gehen und dies? Verstehst du? Ja, nee, ich werde dann als Fadenzieher dargestellt. Ach, ich kann mir vorstellen, Dicker, dass er schon sogar von Bushido geträumt hat. So sehr war er glücklich darüber, dass du ihn überhaupt in einer Verbindung mit ihm bringst. Sag ich dir ehrlich. Voila, der war von Anfang bis Ende immer korrekt und ist immer noch, ich schwöre, egal was die Leute über den sagen, er hat uns respektvoll aufgenommen, der hat, yani, es war ja ein Wunsch von Barello, es ist ja nicht Bushido zu ihm gekommen, hat gesagt, ey, ich muss irgendwo, Bruder, am Ende des Tages Bushido, und egal wer gerade über ihn redet, der hat die alle gemacht. Boss Deluxe, subscribe. Boss Deluxe, subscribe.